Hallo wieder aus Tokio und herzlich willkommen zu Japan.bisnow. Ich hoffe, Sie hatten alle eine angenehme und erholsame Sommerzeit, trotz der etwas ungewöhnlichen Corona-bedingten Rahmenbedingungen in diesem Jahr. Wir haben auch heute wieder drei verschiedene Themen für Sie herausgesucht, die, so glauben wir, recht interessant sind und auch zeigen, was sich in Japan im Bereich der Wirtschaft alles so bewegt. Starten wir zunächst mit dem Berliner Unternehmen Delivery Hero. Das Unternehmen ist in Deutschland in der Presse ja gerade in aller Munde. Es ist dabei, sich in den DAX hineinzubegeben, dort aufzusteigen. Und nun will das Unternehmen auch nach Japan expandieren. Ab September geht das Unternehmen mit seinem Lieferdienst Foodpanda in 6 Städten an den Start. Damit bekommt Uber Eats ernsthafte Konkurrenz. Delivery Hero äußert sich optimistisch. Man werde Uber Eats herausfordern und ein größeres Angebot anbieten und schneller sein als die Wettbewerber. Um den Worten auch Taten folgen zu lassen, muss sich Delivery Hero in Japan aber gleich auf einen Expansionskurs einstellen, denn Uber Eats hat inzwischen über 10.000 Partner und Kunden auf seiner Plattform. Interessanterweise ist der japanische Markt für Lebensmittellieferungen sehr signifikant. Laut Yano Research macht er mehr als 16 Milliarden Euro aus. Fast die Hälfte davon deckt die Supermarktkette Coop mit der Lieferung frischer Lebensmittel ab. Der Markt für Lieferdienste bei vollwertigen Mahlzeiten zum Beispiel wächst besonders stark. Das liegt zum einen an Corona selbst und der Zurückhaltung bei Restaurantbesuchern bei den Konsumenten. Zum anderen ist auch natürlich die Mehrwertsteuer ein wichtiger Faktor, denn für solche Art von Bestellungen ist diese reduziert und macht dadurch natürlich den Bezug solcher Lieferleistungen günstiger und attraktiver. Es sieht also so aus, als würde Delivery Hero zum richtigen Zeitpunkt nach Japan kommen. Schauen wir, wie die weitere Entwicklung verlaufen wird. Ein zweites spannendes Thema in dieser Woche sind die Big Data Aktivitäten von Toyota, Japans größtem Autobauer. Toyota will die von seinen Autos generierten Daten noch besser nutzen, noch mehr für Mobilitätsdienstleistungen verfügbar machen. Dafür arbeitet das Unternehmen jetzt strategisch mit AWS zusammen, einem Cloud-Service und Anbieter von Amazon. Ziel von Toyota ist es, Vorreiter beim elektrischen, autonomen und vernetzten Fahren zu werden. In der Fachbranche spricht man unter anderem von dem Schlagwort CASE. Die Verarbeitung und Nutzung von Big Data spielt natürlich eine ganz entscheidende Rolle für Toyota auch in der zukünftigen weiteren Ausrichtung des Unternehmens. Toyota verkauft rund 10 Millionen PKWs pro Jahr. Die neuen Modelle sind ständig vernetzt und mit Dutzenden von Sensoren ausgestattet, die wiederum riesige Datenmengen generieren. Um diese Daten zu speichern und mit Hilfe von künstlicher Intelligenz zu verarbeiten und dann auch nutzbar zu machen, greift Toyota auf die Dienstleistung der Amazon Cloud zurück. Die Tochterfirma Toyota Connected ist für den Aufbau einer Mobilitätsplattform zuständig und wird dazu ein Dienstleistungskonzept entwickeln. Dazu werden dann Angebote zählen, wie zum Beispiel Carsharing, Ridesharing und auch Miet- und Leasingmodelle im Angebot sein, wie auch verschiedene Versicherungsangebote. Werfen wir zum Schluss noch einen Blick auf die aktuelle Wirtschaftslage in Japan. Wie erwartet ist das zweite Quartal 2020 mit einem Rekordminus abgeschlossen worden. Das Bruttoinlandsprodukt schrumpfte dabei im April bis Juni um sage und schreibe 7,8%, so stark wie noch nie in der Nachkriegszeit. Konsum- und Exportsektor waren ganz besonders betroffen. Die Autoexporte nach Europa und die USA sanken dabei etwa um die Hälfte. Es gibt aber natürlich auch Lichtblicke. Die Exporte nach China konnten im Juni schon wieder anziehen. Und noch eine weitere positive Nachricht scheint es zu geben, nämlich, dass die Ökonomen der Meinung sind, und das auch relativ einstimmig, dass der Tiefpunkt seit Mai überwunden ist und Japan nun wieder auf einem nach vorne gerichteten Pfad zu sein scheint. Unklar ist dabei allerdings, wie sich der Inlandskonsum weiterentwickeln wird. Auch die Frage des Tourismus, wie gehen die Entwicklungen hier, ist auch noch mit Fragezeichen versehen und der Tourismus bleibt auch natürlich in Corona-Zeiten weiter eingeschränkt. Ab Herbst rechnen viele Ökonomen und Thinktanks mit einer moderaten Erholung. Allerdings wird nicht davon ausgegangen, dass es eine rasche V-förmige Entwicklung
geben wird. Je nachdem, welches Szenario man zu Rate zieht, dürfte es 2 bis 4 Jahre dauern, bis das Vorkrisenniveau erreicht wird. Soweit unser Überblick über die neuesten und aktuellsten Entwicklungen hier in Japan im wirtschaftlichen Bereich. Wir danken für Ihre Aufmerksamkeit und falls Sie das ein oder andere auch noch mal nachlesen wollen oder sich sonst über Japan informieren möchten, schauen Sie doch einfach auf www.japan.ahk.de vorbei oder besuchen uns auf LinkedIn. Danke für Ihre Aufmerksamkeit, eine gute Zeit und auf Wiedersehen.